Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt. Heute zum Unboxing von, ihr könnt es hier schon lesen, die Burgen von Burgund in der Special Edition, die eben von Awaken Realms neu aufgelegt oder entwickelt wurde mit allen Erweiterungen, die es bisher für die Burgen von Burgund gab. Das sind meines Wissens eigentlich nur Spielpläne, auf denen man seine Landschaften platziert. Und hier wurden dann auch noch weitere neue Erweiterungen integriert, die es vorher noch gar nicht gab. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es handelt sich hier um die deutsche Version und ich habe mich auf dieses Spiel wirklich, wirklich schon sehr gefreut. Und bin jetzt noch umso mehr gespannt, wie das fertige Produkt tatsächlich aussieht. Es gab die Möglichkeit, hier auch noch Acrylic oder Acrylteile, die eben die Landschaften darstellen, mitzubecken oder sogar Miniaturen von den ganzen Landschaftsblättchen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe hier tatsächlich nur, oder unter Anführungszeichen, nur das ganz normale Gameplay-Package genommen, ohne jetzt noch irgendwelchen zusätzlichen Schnickschnack, weil es auch so schon nicht ganz so billig war, sag ich mal. Awaken Realms typisch ist das Ganze sehr schön und sehr sicher verpackt, was auch gut so ist. Und auch Awaken Realms typisch gibt es einen Brief. Ich schiebe das Ganze jetzt mal zur Seite. So. Ein Brief, wie immer, an die Bäcker, unterschrieben von dem CEO von Awaken Realms und in diesem Fall auch vom Autor von Die Burgen von Burgund. Sollte irgendetwas Schäden haben, dann kann man das melden. Den Brief lese ich euch jetzt nicht vor. Schaue ich dann nachher noch genauer an. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil natürlich. Wir schauen uns diese Special Edition von den Burgen von Burgund an und schauen in die Schachtel rein, was hier alles enthalten ist. Sehr lustig, von den Burgen von Burgund gab es ja vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal eine Jubiläumsedition. Aber ich glaube, das hier ist halt wirklich jetzt das Nonplusultra, was man sich als Burgen von Burgund-Fan so wünschen kann. Schauen wir uns mal die Rückseite noch kurz an. So. Also Alea ist auch noch mit angeführt als der Verlag, wo es wirklich herausgekommen ist, beziehungsweise im Vertrieb von Ravensburger. Und ja, schaut soweit ganz cool aus. Wir starten mit einem Regelheft, das in einer sehr guten Qualität ist. Das ist ganz ein starkes, dickeres Papier. So ein bisschen perforiert sogar. Ich meine, die Anleitung schaut jetzt gar nicht so kurz aus. Und was übernommen wurde, wie es ausschaut, ist diese Seitenleiste von Alea, wo eben die Regeln kurz nochmal, wenn man jetzt nochmal kurz, wenn man das Spiel vielleicht noch ungefähr kennt, dann genügt es öfters, wenn man hier nur die Seite liest, und dann kann man so die Regeln dazu nochmal nachlernen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Okay. Dann haben wir hier den Chatoma. Chatoma Spielübersicht, also für das Solo-Spiel. Dann haben wir hier Übersichtsblätter über die verschiedenen Blättchen, vor allem eben von diesen gelben Landschaften, die Klöster,
weil die alle unterschiedliche Fähigkeiten dann haben. Das ist übrigens auch etwas, das scheinbar bekrittelt worden ist bei der Miniaturversion, weil da eben nicht auf den Rückseiten und ich glaube auch nicht bei den Acrylic-Teilen, da bin ich mir nicht ganz sicher, da steht dann tatsächlich nicht die Funktion drauf. Da ist nur die Grafik, aber kein Text und somit eben schwer nachzuvollziehen, was jetzt welches Teil macht. Wir haben hier den Spielplan. Der ist doppelseitig bedruckt und hat aber, naja, in der Mitte hier ist dann eben, ich glaube, das müsste abhängig von der Spieleranzahl sein. Ja, hier steht es, zwei Spieler und eben drei oder vier Spieler. Hier steht es, glaube ich, hier sehe ich es jetzt nicht. Dann haben wir hier eine Menge an Teilen, die eben in die Landschaft eingebaut werden. Hier auf der Rückseite mit von den Cardboard, also von den Kartonblättchen, gibt es eben diese Erklärungen hinten drauf, was die machen. Genau das gleiche hier bei diesen gelben Blättchen. Überhaupt, scheinbar bei allen, bei den blauen. Arbeiter, die Trauben für diese neue Erweiterung, die Schilde, glaube ich, sind auch neu. Und, oder nein, Blödsinn, die Schilde, das waren irgendwie so die Siegpunkte, die man bekommt, wenn man irgendetwas als erstes erreicht. Noch mehr Trauben. Das müsste jetzt auch irgendeine Art Erweiterung sein. Jetzt bin ich gespannt. Das sind jetzt die Spielerboards, die eben doppellagig sind, sodass hier alles an Ort und Stelle bleibt. Müsste es an der Zahl 4 davon geben. Rot, gelb, blau und violett. Und jetzt kommen hier. Das ist ein bisschen verbogen, muss ich leider Gottes feststellen. Hier diverse Pläne. 31a, 32a, 31b, 32b. Das wird nicht zusammengebaut. So vielleicht. Auch nicht. Jetzt haben wir es geschafft. Also irgendwie so ein großer Spielplan. Vielleicht, wir haben hier blau und gelb abgebildet. Vielleicht irgendeine Spielvariante. Hier die Spielermarker in den vier Farben in Form von Türmen. Schaut ja ganz gut aus schon. Dann haben wir hier tatsächlich diese Warnblättchen in Holz. Das ist sehr edel. Das ist wirklich sehr cool. Nicht schlecht. Dann haben wir Metallmünzen. Schauen ganz okay aus. Also jetzt von der Haptik her könnten sie ruhig ein bisschen dicker sein, meiner Meinung nach. Also von der Qualität habe ich da schon
spannend, also coolere, schöner aussehende Metallmünzen gesehen. Die Würfel hingegen wirken wirklich sehr, sehr cool wieder. Diese Custom Dice im Burgen von Burgund Format sozusagen. Die sind schon cool. Gibt es eben in allen Spielerfarben plus einen weißen neutralen Würfel. Und dann haben wir hier so Stoffsäckchen. Da werden diese ganzen Landschaftsfleckchen darin platziert. Und die stehen tatsächlich, können selbstständig dann am Tisch stehen, haben die Schnürchen zum Zuziehen. Das macht schon was her. Das ist auch sehr, sehr schön. Vier Farben. Und da habe ich ein etwas eingedäpschtes Insert. Okay, da sind die Burgen rausgefallen. Das ist nicht so schön. Da habe ich ein bisschen ein zerknittertes Exemplar bekommen, weil da die Burg rausgefallen ist. Mal schauen, ob das ist so überhaupt reinpasst. Schön, das schließt nicht wirklich gut ab. Mal schauen, ob ich das irgendwie vielleicht mit einem Föhn ein bisschen gerade biegen kann, dieses Eck, damit das dann schöner abschließt. Hier haben wir die Overlays für die Playerboards, damit wenn man das dann in Kombination mit diesen ganzen, boah, da gibt es wirklich einige. Das legt man eben dann so drauf und dann kann man die Blättchen schön platzieren und alles bleibt an Ort und Stelle und nichts kann verrutschen. So, dann haben wir hier auf jeden Fall die Spielerfiguren in den einzelnen Farben. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob das Unterschiede macht. Hier gibt es nochmals mehrere eigene so Schlösser, also eigentlich Burgen. Und mich wundert es gerade, weil ich hatte mir eigentlich eingebildet, ich habe die Sundrop-Version genommen. Muss ich das nochmal im Pledge Manager nachschauen, weil möglicherweise habe ich gar nicht mein richtiges bestelltes Spiel bekommen. Hier haben wir noch so ein Säckchen. Hier gibt es dann ein Kartenpack. Okay, das dürfte vielleicht für den Automa sein. Was haben wir hier? Hier sind auch jetzt nochmal, das sind glaube ich diese Weinberge, Spielbretter für die Weinberge. Eben vier Stück. Und noch diesen Aufsteller für diese Weinberg-Kartonblättchen. Boah, der ist schon sehr edel, muss ich sagen. So. Ja, und das waren die Inhalte. Was ich euch jetzt noch vorenthalten habe, sind eben diese ganzen unterschiedlichen Tableaus. Müsst ihr eben immer vier gleich geben. Eins, zwei, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 23,
25, 27, 29, also 30 verschiedene Pläne. Und das Ganze für alle vier Spieler. Genau. Und ja, das waren die Inhalte. Ich schaue mal nach, werde das Ganze noch einräumen und noch einmal dann eingeräumt alles herzeigen. Okay, alles verstaut. Schauen wir uns an, wie ich es eingepackt habe. War gar nicht so einfach, das irgendwie herauszufinden. Also hier haben wir mal das Regelheft, dann habe ich diesen Brief hier auch reingelegt, die Übersichten für die Spieler plus für den Schatthomer. Und weil mir das eigentlich sehr gut gefallen hat, habe ich das hier aufbewahrt, damit das Spielbrett jetzt nicht irgendwie großartig herumrutschen kann. Dann habe ich hier als nächstes die vier Playerboards. Und da ist mir aufgefallen, die sind ganz leicht gebogen. Möglicherweise ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich sie mal so reinlege, dass sie sich vielleicht zurückbiegen. Dann habe ich hier diese Solo-Variante oder Team-Variante, diese ganzen Spielpläne aufbewahrt. Und dann geht es weiter. Hier die Säckchen mit den entsprechend farbigen Blättchen in diesen Säckchen drinnen. Die schwarzen Blättchen erkennt man ganz einfach an der schwarzen Rückseite bzw. an diesem schwarzen Symbol, das hier unten ist. Da kommt also eine bunte Auswahl an diversen Blättchen dazu. Hier sind alle Klöster drin, hier sind die ganzen Weiden mit den Tieren drinnen. Dann habe ich hier die Warnblättchen einsortiert. Diese Bonuspunkte, da habe ich vorhin Blödsinn gesagt, das sind eben diese Bonuspunkte, wenn man alle Landschaften vervollständigt hat. Nicht die Schilde, die ich vorher gemeint habe, das habe ich dann verwechselt. Die Schilde sind tatsächlich eine neue Erweiterung. Dann hier diese Siegpunktmarker, wenn man 200 oder 100 Punkte überschritten hat. Die Würfel, die Türme, die Spielermarker. Das hier sind die Standees, die werden dann durch diese Miniaturversionen ersetzt. Dann in diesem Tray, das man eben zum Spielen rausnehmen und auf den Tisch stellen kann, hätte ich mir vielleicht ein bisschen schöner gewünscht. Alles schaut irgendwie doch ganz cool aus und dann kommt dieses beliebige Plastik-Insert. Also ja, ein bisschen ein Bruch mit dem Rest des Spiels. Und euch fällt wahrscheinlich auf, was ist hier los? Ich denke mal, dass dieses Insert für die Acrylteile entworfen worden ist, wo die eben größer sind und somit mehr Platz benötigen. Und hier habe ich eben die Minen, die Burgen und die Schiffe einsortiert. Und darunter hat sich dann eigentlich kaum etwas geändert. Ich habe es übrigens geschafft, dass das wieder halbwegs gerade und schön ist. Das einzig Schwierige, das rauszubekommen, ist gar nicht so einfach. Hier hat sich nichts verändert bei diesem Tray. Da ist alles wie gehabt. Und dann haben wir hier herunten diese Doppelblättchen von den Weinbergen in diesem dunkelgrünen Säckchen drinnen. Diese Weinberg Playerboards und darunter zweimal, ich weiß jetzt noch nicht, was das ist, passen auf jeden Fall hier perfekt rein. Dann haben wir hier die ganzen Schilde, hier die Punktemarker für diese Weinreben und diese, ja, keine Ahnung, Ablage mit den Playerboards eben darüber. Und unter den Karten kommen noch diese Wiege dazu. Das heißt, hier sind eben auch nochmal, irgendwie ist das hier so das Erweiterungs-Inlay. Und ja, dann wegpacken. Geht relativ schnell. Hier muss man halt schauen, dass die Säckchen schön drinnen liegen, das könnte ein bisschen sonst in die Höhe ragen.
aber der Rest, der dann darauf kommt, drückt das Ganze sowieso wieder nieder. Ich mache das tatsächlich, ich lege jetzt mal falsch oder verkehrt rein. So. Und schon ist die Special Edition von den Burgen von Burgund wieder verpackt. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, zuzusehen, was hier alles enthalten ist. Ich bin schon gespannt auf das Spiel selbst. Ich meine, ich kenne das Original, aber irgendwie hebt das Ganze das doch nochmal auf ein neues Niveau. Und da freue ich mich richtig drauf, wieder ein bisschen tiefer in die Burgen von Burgund eintauchen zu können. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Ciao.